So Leute, es geht weiter. Ich habe nachgesehen, wo ich den Zeitmesser finden kann. Denn es ist eigentlich quasi auch nur ein nutzloses Item. Es ist halt nur cool zu wissen, wie lange man in den Sacred Grounds bleibt. Und man kriegt halt auch einen neuen Titelscreen, einen neuen Charakterischen-Titelscreen, wenn man das Spiel, nicht das Spiel, die Sacred Grounds innerhalb von 6 Minuten schafft. Wobei, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber es ist trotzdem interessant zu wissen, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Und so, hier war ich schon mal richtig. Wow. Okay. Cool. Wie man sehen kann. Ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt gerade zwei von euch. Okay, also ich war richtig bei dem Ding mit der Uhr. Wie man sehen konnte jetzt, was ich auch jetzt nicht extra gemacht habe, sondern ich wusste es nicht, ich habe es aus Zufall entdeckt, dass man halt das untersuchen kann. Das wusste ich wirklich nicht. Und ich soll eigentlich hier folgen und anscheinend soll das eine Tür sein. Aha. Aha. Aha, wie hätte ich denn darauf kommen sollen, hä? Wer kommt auf sowas bitte? Also, und da drin haben wir den Nikumaru-Counter. Und dieser Nikumaru-Counter, der ist halt gut dafür. Etwas steht darauf. Dieses Item ist ein Tribut an deine Entschlossenheit. Ruhm an alle Zealous. Ich weiß jetzt nicht, was Zealous heißt. Ruhm, ich sag einfach Ruhm an alle Herausforderer. Jawohl. Und wie man sehen kann, nein, ich will jetzt nicht die Karte sehen. Wie man sehen kann, es macht nicht wirklich viel. Die Kamaru-Counter. Nein, ich ja, man sollte sich die Buttonbelegung auch merken. Also, untersuchen eine vollkommen automatische Stoppuhr. Du kannst allerdings keine Knöpfe sehen. Mal sehen, was sagt denn der zu Whimsical Style überhaupt? Ein kleines Trinket, das du von Chaba im Labyrinth bekommen hast. Ein Whimsical Star. Nein, ich möchte es nicht entfernen. Das ist lustig. Das mag es. Und es hat mir geholfen bei den Schwestern. Nein, nicht removen. So. Okay, das wollte ich nur noch holen. Denn dann habe ich soweit die Items komplett. Das ist auch cool. Es bringt mir zwar nichts, es schaltet nicht irgendwas frei noch, wenn ich alle Items komplett habe. Wobei ich ja sowieso nicht alle Items kriegen kann, wenn man mal die Waffen mitzählt, aber halt die nutzlosen Items. Ist jetzt egal. So, Moment. Nein, Nemesis. Ah, Herz. Gut, du bist tot. Jetzt muss ich natürlich wieder hier hochklettern, aber das sollte ein Kinderspiel sein, wenn keine von den Nightshades, habe ich gelesen, heißen die. Nämlich auch, als ich gelesen habe, was, nicht was, wo ich hier den Counter bekomme. Die Geweißner sind Nightshades und diese Blasen kann ich nicht zerstören, wie man sehen kann. Das ist ein wenig doof. Ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt. So, 9 Leben, okay, das ist ein bisschen knapp. Und diesmal gehe ich hier hoch. Ich habe keine Lust. Wobei, kann ich da überhaupt hoch? Ich habe eigentlich keine Lust, nochmal von einem Sandrock gefressen zu werden, wobei mich das jetzt sogar bei einem Schlag töten würde. Und das wäre überhaupt nicht gut. Stirb! So, komme ich da überhaupt hoch? Okay, da komme ich hoch, wenn ich mich geschickt anstelle. Moment, das schaffe ich, das schaffe ich. Na toll. Ich kann natürlich auch da hochklettern, aber so wie ich mich kenne, fliege ich dann voll in so ein Sandding rein. Und gerade eben habe ich ja echt nicht drauf geachtet und deshalb total viel Leben verloren. Okay. Geh da rein. Jawohl. Geht doch. So. Und die Sandcrocs umgangen. Wunderbar. Weiter geht's nach oben. Wir sind fast am Ziel. Da ist schon wieder so ein. Du lässt mich in Ruhe. Moment. Hopp. Aua. Dankeschön. Ja, lass dich auch ruhig nicht treffen. Ist ja. Wozu solltest du mir auch helfen, ne? So, jetzt aber. Gut, gut. Bald sind wir über den. Nein, wir sind schon über den Wolken. Bald erreichen wir den Mond, ja. Ah, nein, eigentlich gehen wir nur in eine weitere Höhle rein. Toll, oder? Toll, nicht schon wieder so. Nicht schon. Du. Geh weg. So. Wow, eins hat es geschafft, noch abzufeuern. Aber was als. Wir sind besser als er. Wir haben überlebt. Er nicht. Der. Komm schon. Okay, ich töte dich erst und booste dann nach oben oder so. Wow, oh, ich habe gerade gesehen, das Herz kann ich sehr gut gebrauchen. Ich hoffe, ich kriege gleich irgendeine Gelegenheit, mich wieder auf. Nein! Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du. Ja, lass dich nicht treffen. Genau! So, jetzt aber. Und ausweichen? Wunderbar. Weiter geht's nach oben. Nein, von dir lasse ich mich nicht treffen. Ich gehe einfach weiter nach oben, obwohl. Da sind noch mehr. Ja, geh einfach nach oben. Gut so. Jawohl. So. Geschafft.
ab zurück in die Höhle. Juhu, da haben wir auch noch nicht genug Zeit verbracht. Im Lagerhaus, was hast du? Yes. Gut, erstmal speichere ich. So, ja, bitte. Dankeschön. Und jetzt, was hast du zu sagen? Du bist gerade weggelaufen. Also, ja, yeah. Töte mich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich wurde nur in einen Mimiga verwandelt, auf magische Weise. Ich bin ein Mensch. Also genau wie Sue. Hm, hä? Bitte was? Du bist nicht einer von diesen Killer-Robotern? Nun, du hast die Hosen... Nein, du hast mich so erschreckt, dass mir die Hosen runtergefallen sind. Also, naja, okay, schlechte Übersetzung. Vergiss es. Er sagt einfach, du hast mich ziemlich erschreckt. So, wie du so aus der Tür rausgesprungen kamst. Du würdest nicht dieser Retter sein, oder? Welcher Retter? Hast du mir noch mehr zu sagen? Ich bin Ito, einer der Menschen, die auf diese Insel kamen, um Nachforschungen anzustellen. Diese Hexe Misery hat mich in das hier verwandelt. Ich habe es geschafft zu entkommen, aber sieh mich bloß mal an. Und nun stecke ich hier fest. Du bist von den Außen hier hochgeklettert, nicht wahr? Ich bin ein Ingenieur, der schon ein ziemliches Talent vorzuweisen hat. Aber ich habe unglaubliche Angst vor Höhen. Oh Gott. Ja, egal. Ich hätte niemals auf diese Insel kommen sollen. Jetzt ist es zu spät. Nein, nein. Du hast garantiert keinen Nutzen für einen so pathetic. Ja, die Übersetzung fand mir gerade schwer wieder. Für so einen gestrandeten kleinen Mann wie ich. Einen nutzlosen kleinen gestrandeten. Ja, bla bla, okay. Gut, Ito, merken wir uns, hier ist ein Ingenieur. Falls wir mal irgendwann einen brauchen sollten, wissen wir, hier finden wir einen und wir sind auf der Plantation. Das ist nicht die gleiche wie im Mimigadorf. Es ist eine andere. Eine wesentlich größere. An deine Passage? Hm, okay, nach oben kann ich nicht, nach unten auch nicht. Gehen wir mal hier rechts rein. Okay, Statue Chamber. Was hast du uns zu sagen? Nichts. Interessant. Hier. Ich glaube, ich weiß, was es hiermit auf sich hat. Ich war hier am Anfang nur einmal kurz drin. Und ich glaube, ich weiß auch, wer... Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Egal. Auf jeden Fall sieht man, hier ist eine Statue vom Doktor, wie er auf dem Thron sitzt. Und er hat die Krone auf. Und anscheinend ist das hier eine Kammer, in der sämtliche Träger der Krone gezeigt werden. Und hier haben wir erstmal... Halda sieht aus wie, keine Ahnung, sieht böse aus, hat einen Schwanz und Krallen und, egal, ein Krokodil mit Stab. Anachponae. Okay, und du hast ein Schwert und du siehst aus wie, bist du ein Mensch oder ein Gorilla? Meerkit. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich kann die Statue nicht untersuchen, ich kann leider nicht herausfinden, wie der Professor heißt. Okay, gut. Interessant, ich will wissen, was da unten ist, aber da komme ich jetzt anscheinend noch nicht hin. Gehen wir mal weiter. So, erforschen wir die Plantation weiter. Die Farm. Fledermäuse! 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 Ich hasse Fledermäuse. Zumindest in diesem Spiel. Sie fallen über mich her. Da, seht ihr das? Ein Herz. Ich will das Herz haben. Danke. Und du stirbst. Oh, du gibst uns noch mehr Herzen. Danke, danke, danke. Ich liebe Fledermäuse. Ja, so schnell geht das. Mal sehen. Gehe ich erst unten oder oben lang? Ich gehe erst runter. So. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ah, Curly! Hallo, Curly! Wer bist du? Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Nein! Ich habe die hier, gefunden, wie sie in der Quelle lag. Sie sagt, dass sie sich nicht einmal daran erinnert, wer sie ist. Nur ein Stück Schrottmetall, nehme ich an. Jetzt, wo du es erwähnst, es gibt eine bestimmte Art an Pilzen, wurde mir gesagt. Dieser Pilz bringt die Erinnerungen zurück, wenn du ihn isst. Obwohl sie ein Roboter ist, klar, aber gut, was soll's, sie konnte auch einschlafen, also was, ist in Ordnung. Es sind halt sehr menschliche Roboter. Ich frage mich, ob es an ihr funktionieren würde. Und wir haben diesen Pilz schon gesehen, das war der Pilz in der Tür, in die ich reingegangen bin, wo ich gesagt habe, wir müssen später nochmal hier hin. Und diesen Pilz, hab ja Nein ausgewählt, aber ich hätte auch Ja auswählen können. Das hätte mir aber auch nichts gebracht. Ich muss erst mit diesem Cthulhu-Typ da reden, dann kann ich den Pilz kriegen.